Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doom and Destiny Advance. Und schön, dass wir gerade gekämpft haben, weil jetzt können wir uns wieder hier ein bisschen Leere holen. Ja, wir haben wieder genug Leere. Passt so schnell raus hier, weil jetzt haben wir ja eigentlich genug gekämpft. Ja. Und rüber da und... So, okay. Ach, die Flammentypen. Das ist nicht schön. Die Flammentypen ist nicht schön. Nein, und das Maschinengewehr-Ding ist auch nicht schön. Na Gott sei Dank, greift die... Macht den Gegenangriff. So, dann müssen wir gleich mal mit Triumphgesang drüber fahren. Das geht so gar nicht. Schauen dann gleich mit Supermix drüber fahren. Geht so gar nicht. Und dann gleich mit, ja gut, mit Plateaus Lanze. Ach, weiß was, komm. Ich gucke, dass ich zuerst diese blöden Brenner töte. So, und magischer Zirkel fahren wir nochmal drüber. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht sterbe. Ah, das ist okay. 6 Angriff, Alter. Das ist böse. So, nochmal mit Supermix drüber fahren. Und einmal heilendes Lied. So, und jetzt müsste ich eigentlich genügend gebufft sein, dass ich das irgendwie überlebe. Und jetzt können wir gucken, dass wir auf jeden Fall hier diese nervigen Typen töten. Ja, komm, dieser Dreierschlag, der ist halt echt umsonst, ne? Leute, das ist euch hoffentlich klar. So, dann hier gleich nochmal eine super Lanze. So. Und hier eine super Lanze. Ich weiß, ich mache keinen Fokus-Damage, warum auch immer. Habe ich echt 10 Brand? Ich glaub's nicht. Egal. So. Na, zumindest eine ist gut. Oh nein, direkt das Ding. So, okay, aber genau. Sollte, wunderbar, okay, das überlebt nicht, so gefällt mir das gut. So, machen wir da mal einen Zaubern. Natürlich hat er noch 12, ja. So, dürfte ich jetzt wieder, danke. So, dunkles Duell. Schnitzinger und Tötinger. Autsch. So, Gesundheitsank. Nee, ich bräuchte eigentlich nochmal hier. Ja, komm, noch ein Ruinengesang zahlt sich auch nicht aus. Machen wir eine normale Attacke. So, und einmal noch Plateaus Lanze da drüber. So, und jetzt sparen. Sparen mit den Sachen. Also mit normalen Angriffen weiter angreifen. Einfach nur, damit ich zu viel noch von der Regeneration habe. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja, ich meine, die Angriffe, die sind halt vollkommen umsonst in dem Fall. So. Gut. Dann gehen wir hier weiter und raus beim Exit. Ich glaube, ich muss mich nicht heilen. So, natürlich ist ja überall, liegt ja überall Leere rum. Ja, warum auch nicht? Ach, Gold liegt auch rum. Okay, nicht nur Leere. Sage ich schon nichts mehr. Oh, ein langer Weg nach oben. Oh, das ist ja schön. Bin ich doch in den Bürogebäuden. Oh oh. Auf der Stelle stehen bleiben. Kenn ich euch? Wer seid ihr? Oh Junge, ich hab's langsam satt, mir seltsame übertriebene Entschuldigungen einfallen zu lassen. Wer wir sind dein schlimmster Albtraum. Wir sind hier, um dir den Arsch zu treten und diesen Ort bis auf den Boden abzubrennen. Auf dem Boden, Mutterfiebler Flipper. Glaubst du, das ist so eine Art Scherz? Nun, wir lachen nicht, Mutterflipper. Ihr hättet mir auch gleich sagen können, dass ihr die bösen Jungs seid. Ihr könnt rein. Die Keynote-Rede fängt gleich an. Ach echt? Danke. Ich meinte, halt die Fresse. Was? Jetzt ernsthaft? Ach, wie doof ist das denn bitte? Beeilung, setzt euch. Die Keynote-Rede fängt gleich an. Ach ey. Was tun wir hier? Das ist kein sicherer Ort. Wir sind umgeben von Monstern und Schurken. Das müssen alles dies Verbündete sein. Gott allein weiß, wo sie herkommen. Wir sollen uns ganz cool geben, so wie Johnny es macht. Ich bin nicht cool. Ich bin vor Furcht wie versteinert. Rechts von mir ist ein Clown. Was? Ein Clown? Ja, ich bin ein Clown, aber ich bin hier nicht auf der Arbeit. Könnte bitte ruhig sein. Oh, meine Fresse, ja, tut uns leid. Wie doof ist das denn?
böse Lords und korrupte Schufte, bitte eine Runde Applaus für Solomon Steel. Ach, der hat Bunnies mit. Ich liebe dich, Solomon. Boah, was ist jetzt? Mögest du über die Schädel deiner Feinde wandern. Das war gerade ein Porträt von Hitler und jetzt ist hier Gandhi. Danke, danke euch allen. Solomon. Oh, du. Es ist mir ein Vergnügen, so viele dunkle Überlords und Sucher der Macht hier versammelt zu sehen an diesem Tag. Ich fühle mich hier nicht wohl, es ist zu gefährlich. Und die anderen zwei Helden fehlen. Unser Team ist nicht vollzählig. Schwester McGuffin, ihr solltet euch keine Sorge machen. Ich spüre, sie sind nah und in Sicherheit. Ich trassiere die von ihren Ringen generierte Magie. Und davon abgesehen, solange wir nichts Dummes tun, hat Steel keine Chance gegen die verschränkte Kraft unserer Ringe. Yep, unsere magischen Gegenstände werden ihn für immer verschränken und er wird weg sein für immer. Rufe 111, ja. Ist euch schon jemals widerfahren? Oh, was geht hier vor? Nun, ich werde die verschränken und töten. Bitte nicht schon wieder. Seid ihr es nicht leid, dass man eure Kräfte verschränkt und ihr plötzlich zum leichten Ziel für eure Feinde werdet? Oh, scheiße. Ach, ey. Nun, dies wird nicht mehr passieren, dank des Fluxkondensators. Was? Der Fluxkondensator generiert ein konstantes Anti-Verschränkungsfeld, das in der Lage ist, jedes Verschränkungsgerät durch Interferenzen zu stören, egal ob magisch oder artifiziell. Das passiert gerade nicht, oder? Vorbei sind die Tage, an denen eure Kräfte auf einen außerdimensionalen Raum beschränkt wurden, was euch angreifbar und machtlos machte. Wir müssen schnell handeln. Was spinnst du? Wir können ihn jetzt nicht angreifen. Wenn er zu seinem Tool kommt und es funktioniert, werden wir nicht in der Lage sein, ihn zu stoppen. Nicht mal mit allen vier Ringen. Wir müssen jetzt zuschlagen. Hey, lass es uns tun. Nice. Stopp, Solomon Steel. Genau da. Schau. Ich hatte die Clowns nicht vor Aftershow-Party erwartet. Was? Warum wurde ich nicht eingeladen? Ihr habt Nerven, hier aufzutauchen. Und ihr habt auch ein paar neue Freunde mitgebracht. Ich bin froh zu sehen, dass ihr das reine Männergruppending fallen gelassen habt. Halt die Schnauze, Steel. Wir sind hier, um dich für immer zu stoppen. Dein Imperium bröckelt gleich. Fertig? Warte. Fertig. Ihr seid ein Haufen Loser. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Loser mit geilen magischen Ringen. Oh. Okay. Es ist fast wie der echte. Was? Oh, schön. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz, ganz dringend, ganz, ganz schnell ganz viel Sachen machen. Wir handhaben das jetzt einfach gleich, wie wir das bisher gehandhabt haben. Ich hoffe nur, dass mich der nicht komplett debufft. Supermax, diddle-diddle-di, Supermax. Ja, genau so. Und einmal hier Plateaus Lanze. Ja, Plateaus Lanze. Hau mal rauf. Schlitzinger. So, dann einmal nochmal Supermix. Boah, ist nicht so tragisch. Ah, schön. Okay. Der Dingens ist weg, ja. Dann einmal die Geschichte. So, gut, und dann einmal heilendes Lied noch drüber. Ich glaube jetzt schon fast nicht mehr dran, dass der irgendwie irgendwas machen kann gegen uns, ja. Gut, ist jetzt nicht so tragisch, was er bis jetzt gemacht hat. So, dann einmal unheiliges Duell. Oder haben wir irgendwas, was tolle Sachen macht? Hier, Gefrierschlag. Ah, funktioniert sogar, okay. So, Wahrsagerei. Wahrscheinlich kommen jetzt die ganzen anderen fiesen Monster dann auch noch. So, einmal noch Plateaus Lanze, damit der seine leeren Kraft entfernt. Passt. So, und jetzt einmal hier Ruinengesang. So, und jetzt können wir eigentlich hier magische Rakete. Jetzt hauen wir einfach mal drauf, bis er tot ist. Effektiv! Bum, bum. Ja, also geh. Okay. Komm, also es ist ja, bitte. So. Nochmal hier Gefrierschlag.
So, dann nochmal entzaubern. Entfernt das nicht auch gebrochene Schild? Nee. Gut, ich könnte Tornado eigentlich auch machen. Ist wahrscheinlich besser sogar. Ja, passt gut. Zufällige Leere. Autsch. Autsch. So, komm, dann machen wir hier nochmal Ruinengesang. Aber ich habe das Gefühl, dass da wahrscheinlich was ist, verzauberte Klinge. 160 Schaden. Ja, komm, wir haben so viel Reagenzien, ist okay. Ja, ich weiß nicht. Also momentan ist das jetzt noch nicht so schwierig. Aber ich glaub, da kommt noch irgendwas ganz was Schlimmes. Ich sehe das schon kommen. Okay, genau. So, wir haben gelevelt. Mal toll, der auch. Ja, also geh hier. Wo habt ihr diese Macht her? Das ist egal, ihr werdet immer ein Haufen Nerds bleiben. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ciao. Oh. Hey, lass Stil entkommen. Oh. Jungs, hier seid ihr. Genau zusammen mit Stils ganze Armee. Ihr müsst hinter ihm her und ihn mit der Macht der Ringe aufhalten, ehe er den Fluxkondensator in die Hände bekommt. Wen? Den Fluxkondensator? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr geht. Wir kümmern uns um den Rest hier. Gut, wenn das so ist. Ja, ich glaube. Ja, gehen wir einmal daher. Ich glaube, irgendwer konnte. Ich glaube, der Beschwörer konnte. Nö. Wer konnte nochmal leveln? Der Schurke nicht? Nee, hier der schwarze Ritter konnte nochmal leveln, ne? Wunden verpassen. Was ist jetzt Wunden verpassen? Kräfte. Schwarzer Ritter. Wunden verpassen. Ein extrem mächtiger profaner Zauber kann großen Schaden anrichten. 198. Puh. Ja, komm, dann machen wir hier den da rein. So. Schau mal, wo der jetzt hingelaufen ist. Moment, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss hier nach rechts natürlich auch laufen und gucken, ob da auch was ist. Ich hoffe, hier kommen keine bösen Kämpfe. Oh, ja, siehst du? So. Tolles Zeug hier. Ja. Warum sei ich jetzt Mike der Anführer? Nigel, bitte, geh wieder nach oben. So. Ich brauche die alte Reihung, weil sonst komme ich da nicht zurecht. Also schön, wenn da keine Kämpfe sind. Wobei ich darf es nicht verschreien, weil sonst kommen bald Kämpfe. Kann ich da eigentlich? Ja, ich wusste es. Okay. Was ist das? Ninja Turtles? Ernsthaft? Ach ja, dann einmal mit Plateaus Lanze ein bisschen. Ach, das ist ein kleiner. Warum haben die so viel? Ich bin gerade echt nicht glücklich über diese Situation, dass ich hier gegen Ninja Turtles kämpfen muss. Und ich bin auch nicht glücklich, dass ich hier gegen Darth Vader kämpfen muss. Muss ich auch sagen, ja. So, komm, hau mal einmal Supermix drauf. Alter, lass Francis in Ruhe. Was ist denn mit euch los? So, warum haben die... Ja, minus 6. Achso, da hat vorher der wahrscheinlich ausgewichen oder so. So, diese blöden... Ich muss auf jeden Fall diese blöden... die da kaputt hauen. Toll, nicht sehr effektiv. Finde ich jetzt nicht gut. Dass du genau die Falschen angreifst, finde ich jetzt auch nicht gut. Wie viel Heilung haben wir? Eine Heilung. Jetzt komm, ich hau ein heilendes lieber raus, weil Francis... Sieht nicht so gut aus. Warum immer auf Francis? So, jetzt muss ich echt, also Wunde verpassen. Komm, jetzt hauen wir das wirklich mal raus. Moment, ich mache eher und... Ach, das geht wieder auf zwei zufällige. Nee, ich mache einen normalen Angriff, damit dieses Ding kaputt ist. Okay. So. Komm. Normale Attacke. Ja, gehen wir auf den. Nicht sehr effektiv, ist okay. So, Doppelschlag, gehen wir auf den.
Ah, der ist ja wirklich nervig. Vielleicht hätte ich doch das Maschinengewehr vorher töten sollen. Na gut, machen wir jetzt nochmal Ruinengesang. Ja, zum okay, die zwei Hunden sind tot. Dann kann es jetzt nicht mehr so lange dauern. Ja, komm. Doppelschlag. Es gibt ja nicht, dass ich da echt nur 27 Schaden mache. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, Gott sei Dank. So. Jetzt hier Wunde verpassen. Wow, 99. Gar nicht. Okay. So, und Francis ist natürlich nicht ganz voll. Aber ich kann wieder mit Highland Lead arbeiten. Und hier Mana-Trank rauspfeffern. Hallo, Clown. So, und jetzt folgen wir ihm. So. Kühlschrank geht nicht aus. Fernseher kann ich auch nicht gucken. Ach, so schön, wenn hier überall so Zeug rumliegt. So, da auch noch. Gut, leeren Energie schon wieder mal voll. Oh. Hallo, Freunde. Lasst uns durch. Wir haben nichts gegen euch. Stil ist unser Ziel. Nun, außer dir, Satan, du bist sehr böse. Ohoho, ihr glaubt wirklich, ihr könnt ihn aufhalten? Ja, wir werden ihn aufhalten. Ja, und zwar, der Skaffer. Wie bitte? Klingonisch. Was sagst du? Powerstündchen beendet. Fertig. Kämpf. Gut, das könnte jetzt lustig werden. Naja, gut. Ja, wie jetzt? Moment, Moment. Auf zum Chopper! Ja, das geht natürlich nicht. Dann machen wir einmal Supermix, ja. So. Dann machen wir einmal... Haben die? Keiner hat... Okay, keiner hat Plateaus Dingens. Dann machen wir Eisbergus. Zwecks beschützen wir. Oh, ouch. Ah, sehr schön. Mystische Resonanz passt gut. Dann einmal Triumphgesang. So, die Flammen sind natürlich scheiße, aber ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. Dann machen wir nochmal Supermix. So. So, der Schneeball ist bald tot. Nö, der Schneeball greift jetzt noch schön an. Okay, gut. So. Gut, ich könnte nochmal Supermix, aber wozu? Wir hauen jetzt einen Doppelschlag auf Squonk. Dimitriev, Giovanni und Alienator. Okay, ja gut, dann fahren wir oben an. Ich glaube, es ist egal, wo wir anfangen. So. Gut. Ich meine, ich muss sagen, das Gute an Plateaus Lanze wäre, dass die zumindest das Schild verlieren. Ja, komm, ich mache noch ein heilendes Lied, bevor ich richtig draufhaue. Autsch. Boah, Alter, die machen schon echt. Ich glaube, es ist doch besser, wenn ich hier ein bisschen nochmal einen Supermix draufhaue. Weil irgendwie haben wir jetzt alle, das gefällt mir gar nicht so. Weißt du was, ich hau da jetzt trotzdem Plateaus Lanze, damit der seine Blöde das Schild losbekommt, ja. So, und dann nochmal Supermix. So, aber jetzt reicht Supermix und hier kommt Ruinengesang. Er wollte das nicht anders. Oh nein, der Schneeball ist tot. Ach hey. Ja, ist trotzdem, ist witzig, ist trotzdem echt noch voll effektiv. So. Ja, nochmal hier Eisbergus. Zwecks ein Schützen wär's, ne? So, Doppelschlag kommen, dass wir zumindest Zarter mal töten. So, um Wunde verpassen. Wow. Gut, macht Sinn, weil das tot ist und Zarter ist ja natürlich tot. Sag mal, kann es sein, dass mir die echt auf die Nerven gehen? Irgendwie ja schon, ne? Ja, toll. Das wollte ich natürlich genau nicht erreichen.
Alter, lass bitte Mike endlich mal in Ruhe. Gut, ich meine, ist klar, weil Mike jetzt natürlich so richtig wild drauf losgehauen hat. So, komm. So, Platos Lanze nochmal auf den, dann müsste er tot sein. Gott sei Dank. Okay, Satan ist mal tot. Natürlich gehen die wieder alle auf Mike. Mike hat 9 Brennen. Ja, wie der das auch immer geschafft hat. So, nochmal Ruinengesang hier. Sehr schön. So, und einmal noch Supermix, damit wir die Regeneration auf 7 buffen. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt wirklich dann gucken. Komm, wir hauen einmal. Ich habe genug Lernenergie, also ich kann hier ruhig auch Plateaus Lanze raushauen. So. Nochmal Plateaus Lanze auf... Ja, auf dem möchte ich es ehrlich gesagt nicht. Nee, komm. Obwohl, ich kann hier das Schild dann weghauen. So. Alter, lass jetzt endlich Mike in Ruhe. Ihr wartet... Ich warte ja nur drauf, bis Mike hier diesen bösen Gegenangriff macht und dann sterben die alle, die Trottel. Ja. Das ist schon wieder der dran. So, hier auch nochmal. So, gut. Okay, das war jetzt doof. Doppelschlag. Machen wir mal Dimitriev fertig. So, okay. So, geben wir uns ein bisschen mehr Macht. Schlitzinger. Gut, Wunde verpassen ist jetzt hier doof. Machen wir hier. Ich hoffe nicht, dass der hier auch... Na toll. Na toll. Der ist auch untot. Du wirst mich doch verarschen. Warum sind die alle untot? Ja, aber der untere ist ja wohl nicht untot, oder? Nee, kann ich nochmal Plateaus Lanze machen. Komm, ich stimuliere den ein bisschen. Wehe, der stirbt jetzt gleich. So. Der wäre tot. Passt. Schlechte Idee. Mich einfach so anzugreifen. So, Ruinengesang. Ach, der Eisenberg ist fast tot. Er ist egal, der überlebt das schon irgendwie. Wenn nicht, ist auch egal. Ah, der heilt sich sogar. Guck. Er ist ja doch ganz intelligent. Der Eisberg. So, Wunde verpassen. Habe ich auch irgendwas ohne? Nee, habe ich nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass der nicht... Wahrscheinlich ist der auch untot. Nee, ist nicht. Okay, dann kann ich den unteren zumindest angreifen. So. Ah, guck mal, 243. Oh, mach mal nochmal. Oh, 171. Okay. Oh nein, der Eisberg. Naja, schau, das hält der alles durch. Ist überhaupt kein Thema. So, hier nochmal mit dem Pokéball ein bisschen Crit-Schaden. Ach, guck mal, der ist tot. Das ist ja schön. So, und hier... Ja, komm. Ich mache jetzt normale Angriffe. Das reicht ja hier. Außer er darf natürlich hier Doppelschlag. Easy. Ja, sag ich nur easy. So, und hier einmal Wunde verpassen. Und tschüss. Meinte schon und tschüss, ne? Oh. Tja, du hättest mich nicht schlagen dürfen zum Schluss. Sorry. Toll, jetzt ist mein Gold voll. Das ist ja echt doof. So. Wird das jetzt auf irgendein Sparbuch transferiert währenddessen? Wahrscheinlich ja nicht, ne? So, ja, toll. Grüne Schlüsselkarte. Ja toll, jetzt ist aber wirklich mein Gold voll. Was soll ich da jetzt machen? Naja, gut, hilft nichts. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.